Das Karriereende von NBA-Ikone Dirk Nowitzki hat weltweit für Aufsehen gesorgt. Zahlreiche Sportler haben sich über die sozialen Medien zu Wort gemeldet, um dem Superstar der Dallas Mavericks zu seiner großartigen Karriere zu gratulieren. Zu diesen zählt auch der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel. Er ist ein Vorzeigeathlet, einer der größten und erfolgreichsten Sportler Deutschlands der vergangenen Jahrzehnte. Man kann seine Leistung nicht hoch genug einschätzen. Ich wünsche ihm alles Gute für das Leben nach der Karriere, sagte der Ferrari-Pilot Sport Erste. Die NBA live im TV auf Sport 1 und im Livestream auch Dreisaitl würdigt Nowitzki. Mit Nowitzki verliert Deutschland den größten Sportstar, den es je im US-Sport vorzuweisen hatte. Immerhin gibt es mit Leon Dreisaitl einen hochtalentierten Eishockeystar, der in dieser NHL-Saison für die Edmonton Oilers für Furore sorgte und als zweitbester Torjäger der gesamten Liga auf sich aufmerksam machte. Ich denke, dass der Dirk für viele Menschen eine ganz besondere Persönlichkeit geworden ist. Er hat für viele Basketballspieler, aber auch Sportler generell, sehr viel geleistet. Er hat eine überragende Karriere gehabt, deshalb wünsche ich ihm für die Zukunft alles Gute und nur das Beste, sagte er Sport 1. Auch einige Akteure des FC Bayern Basketball meldeten sich auf Sport 1 Anfrage zum Abschied von Nowitzki zu Wort. Marco Pesek, Geschäftsführer, gewann mit Nowitzki im DBB-Team WM Bronze 2002 und EM 2005. Das, was Dirk individuell und als Teamspieler und Leader mit seinen Mannschaften geleistet hat in seiner einzigartigen Karriere, wird kaum von einem europäischen Spieler zu wiederholen sein. In dieser Hinsicht ist er meiner Ansicht nach unerreichbar. Ich wünsche ihm eine gute Zeit für den nächsten Lebensabschnitt. Unheimlich wichtig aus Sicht des deutschen Basketballs wäre es jetzt, ihn dafür zu gewinnen, dass er ihm erhalten bleibt. Was einen Franz Beckenbauer ausgemacht hat, was er ja auch seine Karriere nach der großartigen sportlichen Laufbahn, etwa als Bundestrainer. Es muss das Ziel sein, Dirk im deutschen Basketball zu halten, in welcher Rolle auch immer. Maodolo, Nationalspieler, spielte mit Nowitzki bei der EM 2015 im Nationalteam. Dirk hat das Spiel für immer verändert und ist zugleich einer der besten Menschen, die jemals einen Basketball angefasst haben. Sein Einfluss auf das Spiel ist unbestritten, aber menschlich er eben auch der coolste Kerl, trotz seines sportlichen Erfolgs immer sehr zugänglich und lustig drauf. Es gibt wenige Menschen auf der Welt, die man nicht kritisieren kann. Dirk ist einer von ihnen. Seine Karriere war einfach perfekt und es war für mich einfach nur eine riesige Ehre, mit ihm in der Mannschaft spielen zu dürfen. Alex King, Nationalspieler, spielte mit Nowitzki bei der EM 2015 im Nationalteam. Ihn bei der EM erlebt zu haben, war beeindruckend. Er ist nach dem Training immer länger geblieben, um noch seine Extrawürfe zu nehmen und mit Holger Geschwindner weiter an seinem Spiel zu feilen mit Blick auf die nächste NBA-Saison. Dazu hat er sich den damals Jungen angenommen und sich um sie gekümmert, sie gepusht, ihnen Tipps gegeben für auf und neben dem Feld, einem Paul Zipser und Dennis Schröder zum Beispiel. Er ist außerdem ein super lustiger Typ, immer mit einem Joke und einem Lächeln. Auf der anderen Seite hat er die EM unheimlich ernst genommen, weil er wusste, es würde wohl seine letzte sein. Natürlich wollte er deshalb sich und den Fans noch einmal etwas beweisen. Wir hatten eine richtig coole Zeit mit ihm, obwohl wir auch gern mal mit ihm rausgegangen wären. Das ist vielleicht das Einzige, was gefehlt hat, aber er war eben immer so vorbildlich auf seinem Hotelzimmer. Anton Gavel, Bayern-Kapitän und Nationalspieler, spielte mit Nowitzki bei der EM 2015 im Nationalteam. Er ist für einer der besten Spieler in der Geschichte unseres Sports, der das Spiel auf seiner Position revolutioniert und damit viele andere inspiriert hat. Man kann ihm nur zu einer sagenhaften Karriere gratulieren.
Für mich war es etwas Besonderes, bei der EM mit ihm in einer Mannschaft zu stehen und ihn dabei beobachten zu können, wie er immer noch seinem individuellen Training nachgegangen ist. Ich werde die Wurfspiele mit ihm nach dem Training nie vergessen, und dass ich manchmal ein, zwei Serien tatsächlich gewinnen konnte, Dimmen Grene, Jugendfreund und einst Teamkollege in Würzburg sowie im Nationalteam, heute Nachwuchscoach beim FCBB, ich kenne ihn ja schon aus unseren gemeinsamen Anfangszeiten in Würzburg. Damals hätte ich nie geglaubt, dass aus ihm eine NBA-Legende wird, niemals. Nur sein Entdecker Holger Geschwindner hat direkt gesagt, Dirk werde ein NBA-Top-Spieler, und wenn Holger das sagt, musste es ja stimmen, richtig geglaubt habe ich es trotzdem nicht. Wir sind noch in Kontakt und das Faszinierende ist bei Dirk, dass er sich 0,0 verändert hat, was doch so schwierig ist bei solch einer Karriere und dem Hype um ihn. Dirk ist in jeder Hinsicht ein Phänomen, alle weiteren Gratulationen von Sportlern oder Teams gibt es hier, die Reaktionen der Sportwelt auf den Rücktritt von Dirk Nowitzki.